Meine Damen und Herren, am Ende der ersten Woche dieser Vorlesung möchte ich ein Thema mit Ihnen besprechen, was vielleicht irgendwie negativ belegt ist, und zwar die Fehler, die man bei Messungen macht. Sie würden natürlich sofort darauf sagen, na besser, man macht keine. Dann braucht man gar nicht drüber reden. Nicht? Nur es zeigt die Erfahrung, wie Sie es auch anstellen, Sie werden es nie ganz vermeiden können, Fehler zu machen. Und wenn man schon mit Fehlern leben muss, bei jeder Naturwissenschaft, auch bei der Physik, dann ist es wichtig, sich zu überlegen, wie man damit umgeht. Sie unter den Tisch zu kehren und einfach nicht darüber zu reden, ist sicher nicht die richtige Methode. Es ist wichtig, wenn man die Ergebnisse irgendeiner Messung, einer Messserie, eines Projektes auswertet, dass man auch weiß, welchen Streubereich haben die Ergebnisse, wenn man daraus irgendwelche konkrete Schlüsse ziehen möchte. Zum Beispiel, wenn man sie mit einer theoretischen Vorhersage vergleichen möchte. Ob diese Vorhersage mit den Messungen konsistent ist. Sie ist nicht nur dann konsistent, wenn sie exakt zusammentrifft mit den Messungen, sondern es ist ausreichend, wenn sie innerhalb des Streubereiches der Messungen liegt. Daher ist es wichtig, sich zu überlegen, wie kommt man auf diesen Streubereich. Also so gesehen ist es eigentlich sehr positiv und sehr wichtig, über Messfehler zu sprechen. Und einmal sollten Sie, auch wenn Sie Meteorologen oder Astronomen sind, auch die machen Fehler bei ihren Messungen. Jeder macht gewisse Fehler. Und ich meine damit nicht dumme Fehler, sondern statistische Fehler, die sich bei mehrfacher Messung halt ergeben und sich nicht vermeiden lassen. Wie man also damit umgeht, das möchte ich Ihnen in der heutigen Vorlesungsstunde vorstellen. Wir sprechen also in meiner Erzählung nach vierten Kapitel über die Messgenauigkeit. Und da müssen wir uns natürlich zunächst einmal überlegen, was für Fehler macht man denn bei Messungen? Ich habe vorhin erwähnt, dumme Fehler. Naja, dumm, das ist ja noch negativer belegt. Nennen wir es lieber systematische Fehler. Also systematische Fehler, das sind solche, wo gewisse störende Effekte oder eine entsprechende Dateninterpretation oder aber auch zum Beispiel eine Eichung von einem Messgerät nicht richtig berücksichtigt wurden. Ja, dann ist es eben falsch. Mit solchen Fehlern werden wir uns nicht beschäftigen. Die passieren leider auch an jedem, und wenn er nur so genau aufpasst, naja, dann kommt man irgendwann einmal drauf und das war ein Pech. Dann muss man die Fehlermessung wiederholen und schauen, dass man diese Fehler halt beseitigt und vermeidet. Also um die soll es heute nicht gehen. Da gibt es auch keine allgemeine Regel, außer man sagt, man muss halt aufpassen. Aber das ist nicht so einfach. Oft sind diese störenden Begleiteffekte, um die es auch noch gehen kann, nicht so offenkundig. Da muss man erst drauf kommen. Das Experimentieren ist ein dornenvoller Weg. Und so ganz sicher ist man sich nie. Nur wenn man also dann doch mehrere Male gemessen hat und das dann vielleicht von einer anderen Gruppe mit anderen Methoden innerhalb des Streubereichs bestätigt wird, dann fasst man Mut und dann sagt man, okay, also irgendwas ganz Dummes ist uns nicht passiert. Also das ist etwas, was man so mit statistischen Methoden nicht beherrschen kann. Aber sehr wohl die statistischen Fehler, die sich aufgrund des Einflusses von vielen unkontrollierten, gleichzeitigen Einflüssen ergeben.
wenn Sie eine Größe, sei es eine Temperatur oder ein Druck oder eine Länge oder was immer, oft genug messen und Sie messen also möglichst genau, dann kommen Sie immer darauf, dass es zu gewissen Unterschieden kommt, von Messung zu Messung. Aufgrund verschiedener, wie gesagt, Einflüsse statistischer Natur. Und es ist also wichtig, das Messergebnis so anzugeben, dass man jetzt nicht nur irgendeinen mittleren Wert angibt und sagt, gut, das war's und diese blöden Streuungen, die sind mir zuwider, über die rede ich nicht, sondern zu versuchen auch zu quantifizieren, mit welchem Streubereich man es zu tun hat. Wenn man also eine Größe x misst, dann wird man das also sinnvollerweise, wenn man das genau wissen will, was da also passiert bei diesem Vorgang, den man da untersucht, diese Größe nicht nur ein einziges Mal messen. Über das habe ich schon in den letzten Tagen gesprochen, sondern mehrfach. Also wird es mehrere Einzelmesswerte geben, die nenne ich xi. Und diese Einzelmesswerte sollen nicht nur zwei oder drei sein im Allgemeinen, sondern mehrere, vielleicht 10, vielleicht 30, so irgendetwas. Also n, dieses i ist also zwischen 1 und n. N Messwerte, denken Sie mal an 10 Messungen oder 20 Messungen, damit man halt sich einen Überblick verschafft, was man denn da bekommt. Naja, jetzt kommt es einmal darauf an, wie kann man das jetzt charakterisieren? Man kann natürlich hergehen und die alle untereinander aufschreiben. Naja, da sind sie dann da und man hat eigentlich nicht viel davon. Man kann sich nicht wirklich ein Bild machen. Sie werden sehen im Laufe Ihres Studiums und Ihrer Arbeit, wenn Sie sich mit naturwissenschaftlichen Untersuchungen beschäftigen, das Um und Auf, wenn Sie etwas darstellen wollen, ist eine Grafik, also meistens ein Diagramm. Diagramme sagen mehr als 1000 Worte. Und so wäre es also auch in dem Fall günstig, so einen Satz von Einzelmessergebnissen in irgendeiner Weise in einem Diagramm darstellen zu können. Und eine Häufigkeitsverteilung kann man also tatsächlich in einem Diagramm recht gut darstellen, wo also da die Häufigkeit des Auftretens von Messwerten aufgetragen ist, naja, eben gegen die jeweils gemessene, den Wert der gemessenen Größe x. Also wie gesagt, zum Beispiel ein Druck oder irgendwas halt. Ich schreibe halt x, weil es kann ja irgendwas sein. Nicht? Naja, jetzt denken Sie sich, gut, na dann fangen wir an. Aber Sie werden feststellen, wenn Sie also die Sache genau analysieren, es wird keine zwei Messungen geben, die exakt übereinstimmen. Jede liegt ein bisschen woanders und Sie kriegen da lauter einzelne Punkte da unten und jede kommt einmal vor. Davon haben Sie gar nichts. Es ist besser und das macht man also, um derartige Vorgänge charakterisieren zu können, dass man eine Klasseneinteilung wählt. Die kann äquidistant sein, so wie ich das jetzt zeichne, die kann logarithmisch sein. Das liegt daran, worum es bei der jeweiligen Messung geht. Mit so Klassenintervallen Delta X. Und jetzt kann man eine viel vernünftigere Darstellung anpeilen, indem man sich fragt, wie viele meiner Einzelmesswerte liegen in der Klasse, wie viel in der, wie viel in der, wobei man dann natürlich noch die Randpunkte irgendwie berücksichtigen muss, wo man die hinschlägt. Also das macht man dann halt vernünftig. Und dann kommt man tatsächlich auf gewisse konkrete Anzahlen, wo dann in einer solchen Klasse auch mehr als ein Einzelmesswert drin liegen kann. Also man kann sinnvollerweise nie verlangen sozusagen oder erwarten, dass ein Messwert exakt
bei einer bestimmten Größe ist, weil was heißt exakt? Wenn Sie nur genügend Kommas anschauen, passt es auf einmal nicht mehr. Sondern man legt Intervalle fest, wo die drinnen sein sollen. Und wenn man also so eine Messung durchführt und man trägt dann die Anzahlen auf und meinetwegen da ganz unten, da ist nichts. Also so weit weichen sie nicht ab, aber dann gibt's da vielleicht einen. Dann gibt's da vielleicht drei Messwerte. Also wenn das da eins und das da zwei und das da drei, die Anzahl, die Häufigkeit, dann vielleicht geht's wieder einmal zurück. Aber da so in der Mitte kommen dann viele vor. Und dann vielleicht noch einmal mehr und dann bricht's wieder ab. Und vielleicht da noch so, und dann ist es wieder auf Null herunter. Damit haben Sie eine Häufigkeitsverteilung über einer Klasseneinteilung erhalten. Und so eine Häufigkeitsverteilung, dargestellt in dieser Form, mit so aufrecht gestellten Rechtecken, nennt man ein Histogramm. Leider Gottes habe ich in der Schule nur Lateinisch und nicht Griechisch gehabt, aber ich habe vor ein paar Jahren einmal eine Studentin gehabt, die hat also Griechisch gehabt und ich habe mich nämlich gefragt, woher kommt dieser Name? Histos ist Griechisch und heißt etwas Aufrechtgestelltes und Gramma etwas Gezeichnetes. Also etwas aufrechtgestellt Gezeichnetes. Naja, das ist also ein Histogramm, kommt aus dem Griechischen. Und Sie können sich, glaube ich, vorstellen, dass das jetzt bereits einen gewissen Eindruck davon vermittelt, was man da jetzt eigentlich bekommen hat. Die meisten Messungen liegen in diesem Delta X, ein paar weniger daneben. Und je weiter man dann weg von dieser Mitte kommt, desto weniger Messwerte gibt's noch und so ganz weit ausreißende nach beiden Seiten gibt's dann halt irgendwann einmal nicht mehr. Über dieses weite Ausreißen, das natürlich auch vorkommen kann, über das reden wir heute noch. Also ich glaube, Sie können sich vorstellen, was man unter einem solchen Histogramm versteht und wie man damit empirisch das Ergebnis einer Messserie darstellen kann. Aber das ist zwar schön, nur da muss man jeweils ein ganzes Diagramm aufzeichnen und es wäre natürlich zweckmäßig, wenn man das Ergebnis einer solchen Serie knapp und klar in wenige Ergebniswerte zusammenfassen kann. Und das kann man so machen, indem man dieses Histogramm in einer grob vereinfachten Weise, aber doch charakterisiert durch zwei verschiedene Parameter. Einerseits durch einen bestimmten Wert x, der quasi die Position dieses Diagramms auf der X-Achse darstellt. Das nennt man einen Positionsparameter. Und sehr häufig verwendet man als Positionsparameter einfach den arithmetischen Mittelwert aller Messwerte, die man erhalten hat. Warum man das tut, warum das sinnvoll ist, erkläre ich Ihnen gleich. Aber das allein wollen wir also nicht hernehmen. Denn wenn man nur den nimmt, dann hat man ja keine Aussage gewonnen darüber, wie stark das streut. Es ist ja ein Unterschied, ob das jetzt rund um diesen Positionsparameter nur in zwei Intervallen ist und sonst ist da nichts mehr. Wenn das so wäre, würde man die Intervalle dann feiner legen, um das doch wieder gut auflösen zu können. Die Wahl der Klasseneinteilung richtet sich natürlich danach, wie die Messwerte liegen. Wenn die alle schön beisammen sind und nur ein bisschen streuen, na, dann werde ich die Klassen fein machen, dass ich das dort nur auflösen kann. Wenn das dann aber quer über den ganzen Bereich irgendwie groß streut, hat es ja keinen Sinn, ganz winzige Klassen zu machen, sondern man macht halt vernünftige Einteilung von Klassen, damit man auch was erkennen kann. Naja, also wir wollen neben der Position, wo das Ganze liegt, auch etwas über die Breite dieser Verteilung wissen. Und neben diesen Positionsparametern
Metern gibt es dann also als weiteres auch die Dispersionsparameter. Also wie weit das auseinanderläuft, wie groß eben der Streubereich ist. Auch darüber werden wir jetzt gleich anschließend sprechen. Ich möchte sagen, dass natürlich die Auswertung, die statistische Auswertung von Messergebnissen, weil das so wichtig ist, eine eigene Vorlesung rechtfertigt. Na, das macht man natürlich nicht. Aber doch so weit möchte ich Sie damit bekannt machen, dass Sie sehen, warum man das tut, wie man das macht. Und dann kriegen Sie schon ein Gefühl dafür, was man noch alles vielleicht tun könnte. Und es gibt also viele ausgezeichnete Bücher über Datenanalyse, statistische Datenanalyse, Konfidenzintervalle etc. etc. Also wir werden hier nur grundlegend über diese zwei Parameter kurz sprechen, über die Positions- und den Dispersionsparameter. Also einmal sprechen wir über einen Positionsparameter, der also die Lage dieses Histogramms auf dieser Messwertachse X zu charakterisieren gestattet. Ich könnte auch dazu sagen, ein repräsentativer Wert von der gemessenen Größe X, der heute ungefähr angibt, na, was ist denn eigentlich im Großen und Ganzen rausgekommen bei der ganzen Messserie. Also ein repräsentativer Wert und den werde ich hier als x-quer bezeichnen. Naja, und jetzt schauen wir uns an, wie könnten wir den bestimmen? Naja, man kann sagen, wählen wir den Wert so, dass dann die Abweichungen der tatsächlichen Einzelmesswerte, die wir gemessen haben, von diesem Wert insgesamt möglichst gering sind. Also man wird den Wert nicht da weiß Gott wohin nach außen legen, weil da sind alle Abweichungen groß. Am besten irgendwo da drin, wo die Abweichungen halt nach allen Richtungen doch eher klein sind. Das wird ein vernünftiger, repräsentativer Wert sein. Aber wenn man jetzt sagt, die Abweichungen, was sind denn die Abweichungen? Na, klarerweise werden Sie sich sagen, gut, nur die Differenz. Die Differenz zwischen dem jeweils wirklich gemessenen Einzelmesswert und diesem jetzt betrachteten Positionsparameter. Also die Abweichungen sind xi minus x quer. Die Abweichungen der jeweiligen Einzelmesswerte von diesem Positionsparameter, dem repräsentativen Wert. Na gut, die können jetzt positiv oder negativ sein, wenn sie da mittendrin sind. Irgendwo da ist vielleicht so ein repräsentativer Wert und wir wollen uns jetzt überlegen, wie man den eben festlegen kann. Na, da gibt es Abweichungen nach oben, Abweichungen nach unten, etliche von diesen Abweichungen werden positiv, andere negativ sein und man kann sich leicht überlegen, wenn man den entsprechenden Wert da irgendwo hineinlegt, dann kann leicht herauskommen, dass die Summe aller Abweichungen gleich Null ist. Naja, was hat man dann? Weil eben dann die Positiven und die Negativen irgendwie so, sich so wegkompensieren. Also das ist nicht wirklich ein sinnvoller Vorgang. Günstiger ist es daher, und das macht man generell in der Statistik, dass man nicht die Abweichungen, die einmal Plus und einmal Minus sein können natürlich, sondern deren Quadrate betrachtet. Die sind dann immer positiv. Auch Minus mal Minus wird ja Plus. Also wenn man die Abweichungsquadrate betrachtet, also xi minus x quer zum Quadrat, die Abweichungsquadrate, dann kriegt man, wenn man die alle aufsummiert, egal wie man das x quer wählt, immer eine positive Zahl. Und wenn man jetzt natürlich das x quer blöd, ganz weit draußen wählt, wird das riesig. Und wenn man es auf der anderen Seite macht, wird es auch riesig. Und irgendwo dazwischen wird es dann minimal werden. Na, das ist eine gute Vorgangsweise für die Festlegung dieses
repräsentativen Wert des x quer. Also summieren wir einfach diese Abweichungsquadrate. Die Wahl der Quadrate anstatt der linearen Abweichungen hat übrigens auch noch den Vorteil, dass dann größere Abweichungen sogar noch stärker gewichtet werden, weil das Quadrat dann erst recht groß wird, nicht? Also man verschleiert diese Streuungen nicht, sonst man hebt sie sogar hervor bei der Beurteilung der Situation. Was wir also tun werden, ist, wir bilden die Summe aller Abweichungsquadrate. Wir machen eine Summation und erhalten eine Größe, die ich mit Q bezeichne. Das ist die Summe aller Abweichungsquadrate. Also Summe I ist gleich 1 bis n, wir haben ja n Messwerte insgesamt und dann haben wir also xi minus x quer und das Ganze zum Quadrat. Und da wollen wir jetzt haben, dass das ein Minimum wird. Das heißt, was können wir denn? Die xi können wir nicht verändern, das sind ja unsere Einzelmesswerte. Wehe, die zu verändern, das wäre ja Protokollfälschung sozusagen. Da lügt man sich ja in den eigenen Sack. Nicht? Also man möchte ja nicht jetzt noch da herumdifteln, damit das alles schöner wird. Ja, das ist ja kindisch. Sie wollen ja ein Ergebnis erhalten und da müssen Sie natürlich ganz genau mit Ihren Daten verfahren. Es gibt schon Möglichkeiten, Daten dann auszuscheiden, wenn sie offensichtlich falsch waren. Darüber reden wir gleich. Aber ansonsten ist also die Manipulation oder Ausscheidung von Daten etwas sehr Heikles. Und insbesondere, und das ist ja sehr häufig, wenn man also irgendeinen theoretischen Ansatz gern bestätigt hätte mit den Messungen oder wenn man sich irgendwie schon erwartet, dass die Ergebnisse mit irgendeiner Vorhersage übereinstimmen sollen. Man hat ja immer irgendwelche Erwartungen, wenn man eine Messung macht. Man geht ja nicht blind auf was los, sondern man hat ja schon eine Idee, wozu und was man da macht. Nicht? Na, dann neigt man auch dazu, Ergebnisse, die irgendwie nicht so ganz ins Bild passen. Na, das lassen wir weg, da war offensichtlich was falsch. Auf die Art und Weise können Sie sich die wichtigsten Ergebnisse verbotzen. Weil es kann ja eben gerade so sein, dass da was ist, was Sie nicht erwartet hatten. Also aufpassen. Deswegen nennt man auch die Ergebnistabellen, die man macht und die Ergebniszusammenstellungen ihrer Serien, Messprotokolle. Das hat so was Amtliches, nicht? Ein Protokoll, was liegt, das biegt, das ist da. Und das heißt also, nicht nur irgendwie geschwind ein paar Messergebnisse aufschreiben und ach, das passt mir nicht, weg mit denen, nehmen wir lieber die, die passen besser zu unseren Ergebnissen. Das ist also total schlecht. Wenn Sie das machen, belügen Sie sich selbst, belügen die anderen. Wenn Sie das dann publizieren, dann ist das ein Blödsinn. Natürlich kommt das auch vor. Aber ich möchte Ihnen gleich von vornherein nahelegen, niemals sowas ins Auge zu fassen. Sie tun sich selbst nichts Gutes. Wenn die Dinge so liegen, dass Sie das Gefühl haben, da ist irgendwas völlig daneben, dann tun Sie nicht einfach irgendein paar Daten ausscheiden, sondern dann schauen Sie nach, ob Sie nicht irgendwo einen dummen, systematischen Fehler gemacht haben. Denn das ist dann oft der Grund für sowas. Und dann, ach Gott, ich habe den Faktor 2 bei der Eichung vergessen. Naja, jetzt auf einmal passt alles. Okay, das kann man ja auch nachvollziehen. Aber nur einfach, weil es einem nicht passt, also Sie haben mich schon verstanden. Also diese Summation hier, die führen wir durch und wir wollen, dass das Q durch geeignete Wahl, die xi Linie im Fest, durch geeignete Wahl von diesem x quer da hier, den kann ich ja ändern, diesen Positionsparameter, so gemacht wird, dass das ein Minimum wird. Und wie stellt man das fest? Das wissen Sie ja schon aus der Schule. Man differenziert nach dem x quer und setzt es 0. Dann hat man einen Extremwert. Und dann muss man natürlich noch nachschauen, ob es wirklich ein Minimum ist, aber das ist es dann schon. Sie werden gleich sehen, das ist ja sehr einfach. Das ist ja nur eine quadratische Funktion. Da hat man ja keine so großen Schwierigkeiten zu erwarten. Also, wir werden jetzt dieses x quer hier versuchen zu bestimmen, so dass das minimal wird.
Hat da jemand geklopft oder ist nur was runtergefallen? Scheint nur was runtergefallen zu sein. Ja. Was tun wir also? Wir bestimmen die Differenziation dq nach dx quer. Na, was haben wir da? Lauter einzelne Glieder in diese Summe, die kann man alle separat differenzieren. Kettenregel, einmal das Ganze nach der Klammer, dann die Klammer nach dem Inhalt, nach dem x quer. Also da haben wir 2 mal die Klammer hoch 1 und die innere Ableitung von dem nach x quer ist noch ein minus 1 dabei. Daher haben wir 2 mal minus 2 mal Klammer xi minus x quer. Und über das muss natürlich aufsummiert werden. Hm? Ja. Also kriegen wir minus, ich habe mein Handy ausgeschaltet, Gott sei Dank, also meins kann es heute nicht sein, aber wird auch einmal passieren, dass ich auf das vergesse. Naja. Also minus 2 mal und dann haben wir also diese Summe, i ist gleich 1 bis n und da drinnen bleibt dann stehen xi minus x quer hoch 1. Und das soll 0 sein. Da mache ich so ein Rufzeichen drüber. Das wollen wir. Das soll 0 sein. Und jetzt schauen wir nach, wann wird es 0? Na, das ist aber sehr einfach. Denn, also wenn das 0 sein soll, kommt es auf das minus 2 da mal nicht an. Nicht? Es kommt nur auf diese Summe an. Da haben wir also n so Summenglieder. Und da steht immer drin xi minus x quer. Ne, das heißt also Summe über xi und n mal kommt dieses minus x quer da drin vor. Das heißt, wir haben da eine Summe, i ist gleich 1 bis n über alle xi minus n mal x quer. Und das ist 0, weil ja bei den n Gliedern, bei jedem kommt ein solches minus x quer vor, da heißt es minus n mal x quer. Und da sehen Sie jetzt schon, was herauskommt. Wir kriegen als Ergebnis heraus, man kann ja da sofort das nx quer auf die andere Seite bringen, durch n durchdividieren und wir kriegen heraus, x quer ist gleich 1 durch n mal Summe ist gleich 1 bis n xi. Und das, meine Damen und Herren, das ist der arithmetische Mittelwert. Wo haben wir plötzlich das minus 2 gelassen? Die Frage ist, wo das minus 2 geblieben ist. Ja, wenn man das gleich 0 setzt, dann können Sie das minus 2 ja weglassen und es bleibt, der Rest muss auch 0 werden. Also Sie sehen daraus, man kriegt da so einen einfachen Ausdruck heraus. Nun, das ist, brauche ich Ihnen nicht weiter erklären, der arithmetische Mittelwert. Die Summe über alle Messwerte dividiert durch die Anzahl der Messwerte. Das weiß ja jeder. Also, arithmetischer Mittelwert. Na, damit haben wir einen guten Grund, warum man als Positionsparameter den arithmetischen Mittelwert ansehen kann. Aber natürlich, der wahre Wert sozusagen, das ist es noch nicht. Denn wenn Sie weitere Messungen machen, dann wird der sich wieder ein bisschen verschieben, wenn Sie das noch dazu nehmen, dann in ihre Auswertung. Also je mehr man die Anzahl der Messwerte erhöht, desto mehr wird sich aber dieser arithmetische Mittelwert dann wohl dem wahren Messergebnis annähern. Natürlich, der Begriff eines wahren Wertes ist philosophisch wieder etwas schwierig. Was ist denn dann die letzte Wahrheit? Nicht? Aber auf das wollen wir uns jetzt nicht einlassen. Im Rahmen der Statistik spricht man von einem wahren Wert und ich setze ihm vorsichtshalber in Anführungszeichen, dass ich Sie nicht zu sehr provoziere mit diesem Ausdruck. Nicht? Diesen wahren Wert nennt man einfach den Wert xw, der sich ergibt, wenn man die Anzahl der Messwerte, die man da misst, gegen unendlich gehen lässt.
naja, unendlich oft kann man eh nicht messen. Nicht? Es ist ein Grenzprozess, wie üblich, nicht? Dass man sich also bei Erhöhung der Anzahl der Messungen beliebig diesem Wert dann annähert. Davon geht man halt aus. Aber natürlich, wenn es dann 1000 Messwerte machen und das auf 5 Tage erstrecken, in der Praxis bringt das nichts, weil dazwischen bricht der Thermostat zusammen, einmal fällt der Strom aus, sonst irgendwas passiert und es wird erratisch. Also in der Realität muss man also irgendeinen vernünftigen Weg wählen, der praktikabel ist. Na gut, also das ist ja klar, aber über solche Niederungen macht man ja bei mathematischen Aussagen ja keine, da nimmt man keine Rücksicht drauf. Also das xw ist also dann der Limes, wenn dieses n gegen unendlich geht, also bei unbeschränkter Erhöhung dieser Anzahl der Messwerte, eben von dem 1 durch n, so wie es da steht, jetzt steht es gerade nicht sichtbar, 1 durch n, das ist ja weit unten, mal dieser Summe, jetzt komme ich wieder nicht auf, Summe i von 1 bis n xi. Summe i ist gleich 1 bis n xi. Das nennen wir den wahren Wert. Die Idee dahinter ist, dass man sich diesem Wert beliebig annähert, wenn man mehr und mehr Messungen macht. Naja, aber üblicherweise ist der unbekannt. Das ist sein Fehler. Es ist zwar schön, dass es der wahre Wert ist, aber man hat ihn üblicherweise nicht. So viel zu den Positionsparametern. Jetzt wollten Sie was wissen. Sehen Sie, genau das ist es ja, was ich vermeiden wollte, dass wir jetzt philosophisch darüber zu reden anfangen. Lassen Sie es bei diesem Anführungszeichen. Das hat öffnet Tür und Tor zu großen philosophischen, erkenntnistheoretischen Fragen, die hier mit Kanonen auf Spatzen geschossen ist. Sie werden gleich sehen, wir werden dieser Sache nicht weiter anhängen. Ich brauche diesen wahren Wert hier nur deshalb, weil er für uns jetzt der Ausgangspunkt dazu ist, wie wir jetzt, wenn wir schon den Positionsparameter x quer haben, auf ein Streuungsmaß, also auf einen Dispersionsparameter kommen. Also nach dem Positionsparameter, jetzt sind wir schon mal zufrieden mit dem x quer und das x quer, wenn n gegen unendlich geht, nennen wir x wahr aus. Es ist nicht sinnvoll, sich darüber zu viele Gedanken zu machen. Aber ich gebe schon zu, Sie greifen da, Sie legen den Finger auf einen wunden Punkt. Nicht? Nur, ich habe ja schon vorher mir ein bisschen abgesichert und gesagt, ich würde es also nicht zu weit ausufern lassen. Ja. Also jetzt schauen wir uns weiters eben einen Dispersionsparameter an. Nach den Positionsparametern. Naja, was werden wir da haben? Naja, wir werden, das ist in der Mehrzahl gemeint, wir werden 2 besprechen. Lassen wir es einmal so. Was kann man, um sich jetzt so einen Dispersionsparameter zu verschaffen, als Ausgangspunkt nehmen? Nehmen wir uns als Ausgangspunkt den sogenannten absoluten Fehler der Einzelmesswerte. Und den nennen wir xi minus x var. Der absolute Fehler der Einzelmesswerte xi. Naja, damit man jetzt ein Maß für die Streuung der Messwerte erhält, kann man also, muss man wieder darauf aufpassen, dass das manchmal positiv und manchmal negativ sein kann. Man quadriert es also besser wieder. Und was man machen kann ist, und das ist jetzt wichtig, hören Sie zu, das ist es, was letztlich jetzt zum Begriff der Standardabweichung führt. Man geht wieder so ähnlich wie da vor. Man schaut sich die Quadrate an dieser absoluten Fehler. Die sind alle positiv.
dann bildet man den arithmetischen Mittelwert der Quadrate dieser Abweichungen. Und dann zieht man am Schluss noch die Wurzel draus und sagt, das ist jetzt ein Maß für die Streuung. Also den arithmetischen Mittelwert der Abweichungsquadrate und dann noch die Wurzel draus. Na, wenn man zuerst die Abweichungen quadriert und dann wieder die Wurzel zieht, kommt man wieder auf eine Größe, die der ursprünglichen entspricht. Wenn man da zum Beispiel einen Druck misst, das x ist jetzt ein Drücke, dann ist der absolute Fehler auch ein Druck, ein kleiner Abweichungsdruck. Wenn man das quadriert, hat man ein Druckquadrat. Wenn man davon den arithmetischen Mittelwert bildet, hat man wieder ein Druckquadrat. Und damit es aber wieder ein Druck wird, macht man am Schluss noch die Wurzel aus dem Ganzen. Das ist die Idee dahinter. Man muss sich auch darüber im Klaren sein, sofort, dass das letztlich ja dann auch nur eine Abschätzung sein kann für die Streuung. Das ist nichts, das so präzis definierte Größe ist, sondern das gibt nur Abschätzungen über Wahrscheinlichkeiten. Und das werde ich Ihnen im Anschluss jetzt auch noch näher erläutern. Jetzt wollen wir nur einmal was finden, was diese Dispersion, die Streuung der Messwerte, ein bisschen charakterisieren erlaubt. Bitte. Okay. Also, absoluter Fehler. Und was wir uns also anschauen, ist das arithmetische Mittel der Abweichungsquadrate. Mittelwert der Abweichungsquadrate. Und diesen arithmetischen Mittelwert, den nennen wir die Varianz. Und ich schreibe diese Varianz einfach jetzt auf. Naja, eben der arithmetische Mittelwert, 1 durch n. Es gibt ja da, wenn es n Messwerte gibt, auch n Fehler. Und daher auch n Fehlerquadrate. Und von dem den arithmetischen Mittelwert haben wir also wieder 1 durch n. Und dann haben wir natürlich wieder, wie gehabt, Summe ist gleich 1 bis n, die Summe aller dieser Abweichungsquadrate. Und das ist eben dann hier, so wie es da steht, xi minus x var zum Quadrat. Wir nennen das die Varianz. Das ist ja schön, aber wir haben eigentlich nichts davon, weil man das xw ja eigentlich in Wirklichkeit nicht kennen. Und uns auch darüber den Kopf zerbrechen können, was ist das jetzt eigentlich? Ist das jetzt fundamental die Wahrheit in der Welt oder doch wieder nur was, was mit meiner Messserie zusammen ist, am Schrecht? Daher werden wir dabei nicht bleiben, sondern wir machen was Pragmatisches. Wir nehmen nicht den wahren Wert her, den wir gar nicht haben im Allgemeinen, sondern wir verwenden als Referenz jetzt das, was sich anbietet, eben diesen arithmetischen Mittelwert. Den haben wir ja. Der ergibt sich als die arithmetische Mittelung über alle Messwerte, die gemessen wurden. Und das ist ja schon mal ein gewisser, ganz guter Positionsparameter, wie wir uns ja da vorhin gerade überlegt hatten. Ja. Bei dem Begriff der Varianz noch nicht. Bei dem Begriff der Standardabweichung schon. Die Frage war, warum man da jetzt nicht die Wurzel bildet. Die Varianz definiert man als das Quadrat. Also als den Mittelwert der Abweichungsquadrate. Aber das, was man dann wirklich fürs praktische Leben oft verwendet, die Standardabweichung, da macht man dann genau das, was ich da vorhin gesagt habe, man zieht noch die Wurzel, damit man wieder eine Größe erhält, die dann direkt vergleichbar ist zu dem Positionsparameter x quer, eben dem Mittelwert. Ja? Ja, die Wurzel ist dann auch wieder nur positiv. Man nimmt nur die positive Wurzel. Nein, ja, aber kann ja abweichen negativ, die kann ja auch negativ sein.
Die Frage ist, die Abweichungen können auch negativ sein. Das hatten wir ja besprochen. Damit wir zu einer Charakterisierung der Breite dieser oder der Streuung der ganzen Serie kommen, wollen wir einen positiven Parameter haben, der diese Streuung beschreibt. Plus oder Minus dieser positive Parameter wird dann den Streubereich abschätzen helfen. Aber zunächst einmal müssen wir das Kompensieren positiver und negativer Einzelabweichungen vermeiden, indem wir, so wie schon hier, uns die Quadrate anschauen, sodass bei jedem Einzelmesswert seine Abweichung durch eine positive Zahl charakterisiert ist, sodass es zu solchen Kompensationen nicht kommen kann. Also, wir machen jetzt eben das, dass wir statt des nicht bekannten wahren Wertes den arithmetischen Mittelwert bilden. Und unter Verwendung des arithmetischen Mittelwertes bekommen wir dann die sogenannte Standardabweichung. Also, wir betrachten jetzt nicht so wie hier xi minus x wahr, sondern xi minus x quer. Die beste Annäherung an x wahr, die wir heute haben mit unseren Messergebnissen. Nicht? Und dieses xi minus x quer ist also jetzt entsprechend die Abweichung der Messwerte vom arithmetischen Mittelwert. Na klar. Abweichung der Messwerte vom arithmetischen Mittelwert für die jeweilige Messserie mit den n Einzelmessungen. Naja, und jetzt machen wir dasselbe, was wir auch da hier bei dem absoluten Fehlerabweichung vom wahren Wert gemacht haben. Wir schauen uns also an, wie sieht es aus mit dem arithmetischen Mittelwert der Quadrate dieser Abweichungen. Wir schauen uns also jetzt wieder an den arithmetischen Mittelwert dieser Abweichungsquadrate. Und diesen arithmetischen Mittelwert, den nennen wir jetzt Sigma Quadrat. Da steckt jetzt schon die Wurzelbildung drin, denn wenn man dann zu Sigma kommen will, muss man die Wurzel aus dem Ganzen bilden. Also während das die Varianz und nicht ihr Quadrat war, schreiben wir jetzt Sigma Quadrat, so nennen wir das. Und da schreiben wir jetzt etwas, was ich Ihnen noch gleich erklären muss. Wir schreiben hier, das wird meistens so gemacht, 1 durch n minus 1 mal diese Summe i ist gleich 1 bis n und dann haben Sie da drinnen, also jetzt das, was wir da oben haben, xi minus x quer zum Quadrat. Also an sich ein ganz ähnlicher Ausdruck, nur statt x wahr steht jetzt x quer und statt n steht n minus 1. Und das Sigma, das nennt man jetzt die Standardabweichung. Und natürlich ist es eine positive Zahl. Es ist eine Zahl, die charakterisiert die Streuung der Messwerte. Und da war das wahr selbst die Varianz, da ist die Wurzel aus Sigma Quadrat dann das Sigma. Und klarerweise, die Wurzel aus Sigma Quadrat kann Plus oder Minus Sigma sein, aber da wählt man dann natürlich die positive Zahl hier, um zu einer Standardabweichung zu kommen. Klarerweise geht dieser Ausdruck nur für n größer gleich 2. Denn für n gleich 1 steht da 1 durch 0 und das geht nicht. Na, n gleich 1 ist aber ein kranker Fall. Denn da haben wir ja nur eine Messung gemacht.
Und das ist ja genau das, wo ich die ganze Zeit gesagt habe, das bringt es nicht. Man muss ja auf die Reproduzierbarkeit und auf die Streuung achten, daher ist eine Messung sowieso zu wenig. Und dementsprechend setzt man da hier auch dieses 1 durch n nicht ein, sondern 1 durch n minus 1. Bei dem wahren Wert x wahr, da hat man ja die Wahrheit schon gefunden. Nicht? Man findet sie aber leider nicht wirklich. Aber wenn man das also so hätte, braucht man auf sowas nimmer mehr Rücksicht nehmen. Weil dann kann man sich ja darauf verlassen, das war's. Aber hingegen, wenn man nur auf eine gewisse Anzahl von Messungen zurückgreifen kann, möchte man folgenden Fall ausschließen, meine Damen und Herren. Überlegen Sie einmal, sein Oberschlauberger macht jetzt eben nur eine Messung und sagt sich, das genügt mir. Und dann der Mittelwert von der einen Messung ist die Messung, klarerweise, hat ja nur die eine, nicht? Wunderbar, das Ergebnis ist schon da. Und jetzt schaut er sich dann noch die Standardabweichung an. Und wenn da jetzt n statt n minus 1 stünde, dann n ist 1. 1 durch 1 ist 1. Und diese Summe über diese xi minus x quer, nachdem nur eine Messung da ist, ist diese eine Messung gleich dem Mittelwert, ist das 0. Und die Standardabweichung ist 0. Na, was Besseres kann man ja gar nicht erreichen. Man hat eine Messung und die Streuung ist 0. Also der ist am gescheitersten, der nur eine Messung macht, der kriegt das beste Ergebnis. Und daher ist das sinnlos. Und um dem zuvorzukommen, sozusagen, fängt man da erst, da gibt man ein n minus 1 hinunter, dass man also zumindest zwei Messungen braucht, damit man ein vernünftiges Ergebnis erhält. Den Fall n gleich 1 hat man dadurch explizit beseitigt. Und die Bestimmung von dem Sigma-Quadrat bezieht sich dann darauf, dass man sich eben in Relation setzt, was passiert, wenn man zwei, drei oder mehrere Messungen hat. Und dann kommt da schon was Ähnliches heraus, klarerweise. Und da sieht man dann schon, dass erst eine genügende Anzahl dann eine vernünftige Aussage gestattet. Also ich glaube, Sie können schon erkennen, dass dieses n minus 1 hier sinnvoll ist. Damit hat man also die Standardabweichung definiert als Wurzel aus dem da. Und wenn das x also ein Druck ist, dann sind das Druckquadrate, die Summe sind wieder ein Druckquadrat und wenn sie also jetzt dann die Wurzel ziehen, haben sie wieder einen Druck. Das ist dann so eine Abweichung auch wieder in Einheiten eines Druckes von dem arithmetischen Mittelwert. Gibt es dazu zu dem Zeitpunkt jetzt einmal irgendeine Frage oder ist das verständlich? Bitte. Die Frage ist, wozu braucht man die Varianz? Also für praktische Zwecke werden wir sie kaum verwenden. Ich möchte es Ihnen hier, hatte es Ihnen hier deshalb vorgestellt, dass Sie den Begriff einmal kennengelernt haben und auch verstehen, warum in der Varianz da das N drinnen steht. Für statistische Untersuchungen, die dann auch viel mehr mathematische Fundierungen dann haben, als was wir da machen, hat die Varianz auch ihren Sinn. Für das praktische Arbeiten kaum, da werden wir uns immer auf die Standardabweichung beziehen. Also damit haben wir hier die Standardabweichung und wenn also es um einen Druck geht, wie gesagt, der da gemessen wird, dann ist das Ergebnis der mittlere Druck plus minus diese Standardabweichung. Also Angabe eines Messergebnisses x quer plus oder minus Sigma. Und das, nachdem es x quer und Sigma dieselbe Einheit haben, kann man damit also den Streubereich, den man hier gemessen hat und erhalten hat, angeben. Das ist, damit haben wir praktisch zwei Parameter, den Positions- und den Streuparameter, der also da dieses Histogramm zu beschreiben gestattet. Und das wird typischerweise sowas sein, hier zum Beispiel, haben wir da und da jemals Sigma,
vielleicht ein bisschen mehr, ich zeichne das halt jetzt so, damit man da so eine wird wahrscheinlich ein bisschen mehr sein. Ich schätze, das würde hier so und so ausschauen. Aber das kann man sich ja ausrechnen. Können Sie für irgendwelche Annahmen über die Einzelmesswerte sich das ausrechnen? Und da wissen Sie, also da ist das Ganze positioniert. Das ist so typischerweise der Streubereich. Und das versteht man also unter der Standardabweichung. Was uns aber auch noch, bitte. Die Frage war, wenn man viele Messungen macht, ob das da noch wichtig ist. Ja, wenn Sie 100 Messungen machen, ob da jetzt 99 oder 100 steht, merken Sie nicht mehr. Aber wenn Sie 7 Messungen machen, fällt das schon noch auf. Und natürlich, wenn da das n-1 steht, anstatt des n, dann bedeutet das natürlich, dass Sie vorsichtiger abschätzen. Das heißt, wenn da im Nenner was Kleineres steht, wird das Sigma-Quadrat größer und daher auch das Sigma größer und man gibt einen eher etwas größeren Bereich an. Na, das ist allemal gescheiter. Anstatt, dass man es schön redet, wollen wir lieber vorsichtig sein, zur Sicherheit ein bisschen einen größeren Wert. Aber bei großen Messserien ist es ohne Belang. Das ist nur dort von Bedeutung, wo man halt aus irgendwelchen Gründen, weil die Messung vielleicht sehr aufwendig, langwierig oder teuer ist, nur 7 Messungen hat, meinethalb oder so irgendwas, na, dann passt man schon besser auf, dass man da das n-1 drinnen stehen hat. Was ich aber jetzt noch erwähnen möchte, ist, wenn man diese Standardabweichung hat, dann ist es sehr, sehr wichtig, diese Standardabweichung auch in Bezug zu setzen mit der Größe, mit dem konkreten Messwert der Größe selbst. Also wenn ich zum Beispiel eine Länge habe und ich messe die auf plus minus 1 cm genau, das Sigma ist 1 cm, na, da macht es einen Unterschied, ob das jetzt 1 Meter war, den ich auf plus minus 1 cm gemessen habe, oder 100 Meter, die ich auf plus minus 1 cm gemessen habe. Die konkrete Genauigkeit in absoluten Größen ist dieselbe, aber 100 Meter auf 1 cm genau messen ist eine viel größere Leistung als einen Meter auf 1 cm plus minus zu messen. Nicht? Das heißt, worauf es dann eigentlich in den meisten Fällen konkret wirklich ankommt, ist noch das Verhältnis der Standardabweichung zu diesem arithmetischen Mittelwert. Und als weiteres Maß, einen zusätzlichen Positionsparameter, gibt man also dann neben der Standardabweichung auch die relative Standardabweichung, Sigma durch x quer an. Relative Standardabweichung. Und wäre die Standardabweichung selbst, das habe ich, glaube ich, jetzt gut erklärt, die gleiche Einheit oder Dimension hat wie der Messwert selbst, die relative Standardabweichung, wo man da durchdividiert, ist dimensionslos. Und man gibt sie üblicherweise in Prozent an. Und dann hat man also die Angabe x quer plus oder minus Sigma durch x quer mal 100 und in Prozent. Also das muss ich jetzt nicht so genau ausführen. Wenn man es in Prozent hat, muss man mal 100 machen. Das sind keine Prozent. Ich glaube, Sie wissen, wie das mit Prozent ist. Haben Sie das verstanden? Das ist ganz wesentlich. So oder so stellt man Messergebnisse dar, in den allermeisten Fällen. Man muss nicht immer das ganze Histogramm aufzeichnen, sondern mit diesen beiden Parametern, x quer und Sigma oder Sigma durch x quer noch, hat man doch schon eine einigermaßen sinnvolle Beschreibung der Position, wo die Messwerte sind und des Streubereiches. Man kann aber noch etwas mehr sagen. Und dazu werden wir jetzt auch gleich ein statistisches Modellexperiment zeigen. Aber zunächst möchte ich erklären, worauf ich jetzt hinaus möchte. Eigentlich sind wir jetzt fertig. Aber eine Sache fehlt noch, dass man eine etwas konkretere Angabe darüber machen kann,
Was sagt uns dieses Sigma jetzt eigentlich? Bis jetzt habe ich nur gesagt, na, es ist ein Maß für die Streuung. Ja, aber was messt es eigentlich? Was haben wir konkret gewonnen, wenn wir dieses Sigma dann haben? Was ist die konkretere Bedeutung? Und das führt dann zum Begriff des Vertrauensbereiches, den ich mit Ihnen jetzt noch besprechen möchte. Aber da ist noch eine Frage. Na also, lassen wir das jetzt. Wir finden eine gute Interpretation, was unter dem Sigma zu verstehen ist, und das hat etwas mit Wahrscheinlichkeiten zu tun. Wie groß die Wahrscheinlichkeit dafür ist, dass der Wert wirklich um eine bestimmte Differenz vom Mittelwert abweichen wird oder nicht. Also in Wahrscheinlichkeiten angeben. Und damit man dazu mehr aussagen kann, möchte ich, um also die konkrete Bedeutung von Sigma etwas mehr zu illustrieren, eine Modellverteilung mit Ihnen besprechen, die sich aufgrund des sogenannten zentralen Grenzwertsatzes ergibt. Der heißt so, weil er so wichtig ist in der Statistik. Den kann man nachweisen, das ist gar nicht so einfach. Also der Zentralwert, aber nicht natürlich. Ich gebe Ihnen den nur an, damit Sie wissen, was das für eine Bedeutung hat. Der zentrale Grenzwertsatz sagt aus, dass wenn man eine Summe von genügend vielen beliebig verteilten Zufallsgrößen betrachtet, also mehrere Größen, mehrere Drücke zum Beispiel, die alle so wie der da so beliebig verteilt sind, man betrachtet dann die Summe davon, dann ist die Summe von genügend vielen beliebig verteilten Zufallsgrößen dann normal verteilt. Und ich erkläre gleich, was normal verteilt heißt. Summe von hinreichend vielen beliebig verteilten Zufallsvariablen ist dann selbst wieder eine Zufallsvariable und die ist dann aber nicht irgendwie verteilt, sondern in einer bestimmten Weise und zwar normal verteilt. Die Summe hinreichend vieler beliebig verteilter Zufallsgrößen ist normal verteilt. Und hier tritt erstmals der Name Gauss in Erscheinung, der uns im Laufe dieses ersten zwei Semestern an mehreren Stellen begegnen wird. Und Ihnen ist er wahrscheinlich beim Kollegen De Lago auch schon begegnet, beim Gaußschen Integralsatz. Ja, ist er? Haben Sie ihn gehabt? Der Gauss ist überall. Das ist also wirklich ein Titan, was der also für die Naturwissenschaft, für die Mathematik und Physik gemacht hat, ist beachtlich. Daher ist er so überall vorhanden. Nicht? Man muss das nicht irgendwie herausglätseln, sondern es geht nicht ohne ihn. Nicht? Also, die ist normal verteilt mit der sogenannten Gauss-Verteilung. Diese Gauss-Verteilung ist eine Funktion f von dieser Variablen x. Die hat einen Vorfaktor 1 durch Sigma mal Wurzel aus 2 Pi, das ist für uns jetzt ohne besondere Relevanz, das normiert diese Verteilungsfunktion nur, aber mal einer Exponentialfunktion mit dem Eulerschen E, nicht? Von im Exponenten minus x minus x quer zum Quadrat, na, das ist die Abweichung von dem x quer durch 2 Sigma Quadrat. Da steht die Standardabweichung drinnen. Das ist die Gauss-Verteilung.
Der hat übrigens eine Professur für Astronomie gehabt in Göttingen, weil für die Physik war gerade kein Platz. Aber war egal, wo er war. Er hat überall alles gemacht, was er machen wollte. Sollte das nicht xi minus x werden? Hier, die Frage ist, warum wir da nicht xi schreiben. Nein, nein, nein. Das ist jetzt die Zufallsvariable. Und x quer ist der Mittelwert. Und diese Verteilung ist eine kontinuierlich aufzufassende Verteilung. Und was sagt sie uns? Wobei das f von x mal einer Klassenbreite Delta x, das ist also dann praktisch die Fläche eines Streifens von so einem hochgestellten Rechteck. F von x mal Delta x, das ist eine Streifenfläche. Dieses f von x mal Delta x ist dann gleich die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Messwert in dem Intervall drinnen liegt. Dass der Messwert, schreiben wir lieber Messwert hier, dass der Messwert, der jeweils gemessen wurde, liegt in dem Intervall zwischen x und x plus Delta x. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man den Messwert in einem bestimmten von diesen Delta x Intervallen finden wird. Das Besondere an dem ist, dass das eine symmetrische Verteilung ist. Man spricht auch von der Gaußschen Glockenkurve. Aber da bimmelt nichts, sondern die schaut nur so aus wie eine Glocke und auch nur ungefähr halt. Also Glocken schauen ja unterschiedlich aus, nicht? Die schaut also dann so aus, wenn man da dieses f von x aufträgt gegen x, dann heißt das eine Funktion, die etwa so ausschaut, wobei hier der Mittelwert x quer ist und irgendwo hier ist dann dieses Sigma, was da drinnen steht. Und weil da vorne dieser Vorfaktor ist, ist die gesamte Fläche da drunter 1 und die Kurve ist auf 1 normiert. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass der Messwert irgendwo ist, ist 1. Ja, irgendwo muss er ja sein. Und wenn man dann ein bestimmtes Delta x wählt, von x bis x plus Delta x, dann ist also das die Wahrscheinlichkeit, dass er da drinnen ist, der Messwert, in diesem Intervall. Das ist das, was ich hier mit diesem Ausdruck da unten gemeint habe. Und jetzt wird Ihnen die Bedeutung des zentralen Grenzwertsatzes klar. Er besagt, wenn man mehrere, genügend viele, beliebig verteilte Zufallsvariablen hat, das sind die ganzen vielen statistischen Störphänomene, die dazu führen, dass ihr Messwert schwankt in einer solchen Weise. Wenn viele solche Phänomene dazu beitragen, dann wird die gesamte Schwankung, die Sie letztlich als Summe aller dieser Phänomene erhalten, nicht irgendwie verteilt sein, sondern in guter Näherung dieser Glockenkurve entsprechen. Das ist also schon ein großer Vorteil. Und dass das wirklich so ist, dafür gibt es ein sehr illustratives Experiment. Und das würde ich Sie jetzt bitten, Herr Litschauer, dass wir vorführen. Ich möchte es nur kurz vorher noch erklären. Das ist das sogenannte Galton-Brett. Der Herr Galton ist auf diese Idee gekommen. Das ist so ein Brett mit vielen Nägeln. So eine ganze Anordnung von Nägeln. Unten drunter, das ist hier praktisch eine Messvariable. Und wenn da oben eine Kugel hineinfällt, eine einzelne, schmeiße ich einmal rein, dann wird die natürlich an diesen verschiedenen Nägeln da so in statistischer Weise abgelenkt
viele unterschiedliche, beliebig verteilte Zufallseinflüsse und in irgendeiner von diesen verschiedenen Klassen da unten, Delta X, bleibt es dann letztlich liegen. Also zum Beispiel die da, schauen Sie, was die macht, fliegt herum und liegt da herüben. Der Mittelwert wäre da, aber der fällt gar nicht ein, wirklich zum Mittelwert. So hätte er sein können, aber sie ist halt jetzt da. Und jetzt können Sie sich schon vorstellen, wenn man da jetzt einen ganzen Haufen von solchen Kugeln hineingibt, dann wird das erstens laut, Sie werden es gleich sehen, so wie ein japanisches Pachinko-Spiel. Vielleicht sind Sie mal schon in Japan gewesen, da versteht man sein eigenes Wort nicht da drin, aber man redet da drin ja nichts, in so einer Pachinko-Halle. Und dann fährt es da hin und her herum und passen Sie auf, was da draus wird. Bitte, Herr Litschauer. Wie immer ist auch das nicht ganz einfach. Man muss aufpassen, dass sich das nicht verstopft da oben. So. Also jetzt schauen Sie einmal an, was sich da abspielt. Gut. Ich glaube, Sie erkennen schon einen Trend, dass die doch eher in der Mitte mehr wären als am Rand. Ein statistisches Experiment. Ja, manchmal verstopft sie das Klumpert, nicht? Aber dann muss man halt ein bisschen nachhelfen, nicht? Aber es wird schon ganz schön. Ich glaube, Herr Litschauer, wir lassen es gut sein. Passt so. Herzlichen Dank für den Versuch. Natürlich haben wir jetzt nicht genau diese wunderbare, schöne Glockenkurve herausbekommen. Das wäre ja verdächtig. Das hätten sie mir eh nicht angenommen. Weil das ist dann im Grenzwert von sehr vielen Prozessen und langer Beobachtung. Dann wird das immer besser, aber dann gingen da die mittleren Intervalle schon über und das ist dann nichts mehr. Also was Sie sehen ist, ganz eindeutig, dass auch wenn die Einzelprozesse irgendwie verteilt sind, wohin der Nagel da die Kugel schleudert, spielt gar keine Rolle. Wenn Sie genügend viele haben, die mitwirken an dem Gesamtprozess, also eine Summe von solchen Zufallsvariablen betrachten, dann wird die dann in guter Näherung normal verteilt sein. Das ist ein Modell für eine typische Messung mitsamt ihren Fehlern, weil diese Fehler durch vielerlei Einflüsse zustande kommen. Und daher wird man im Allgemeinen auch davon ausgehen können, dass derartige Messungen, wie man sie heute in der Physik und sonst in der Naturwissenschaft macht, in guter Näherung normal verteilt sein werden. Mit einer solchen Verteilungsfunktion, wo der Karl Friedrich Gauss
eben gezeigt hat, dass man die mit einer derartigen Exponentialfunktion darstellen kann. Also gar nicht so kompliziert. Nicht? Und wie gesagt, der Vorfaktor dient nur dazu, dass das wirklich Wahrscheinlichkeiten sind, damit die Summe da unten auf Gesamtwahrscheinlichkeit 1 normiert ist, was bedeutet, dass irgendwo der Messwert ja wohl sein muss. Naja, und jetzt aber, und das, meine Damen und Herren, 5 Minuten haben wir noch, die brauchen wir noch, damit wir das auch jetzt zu Ende führen können. Jetzt ergibt sich das Ergebnis daraus, denn das Wesentliche ist jetzt, wenn dieses Gesamtergebnis laut zentralem Grenzwertsatz so ausschaut, dann kann man etwas Konkretes über die Wahrscheinlichkeiten aussagen, dass man sich innerhalb plus minus 1 Sigma, plus minus 2 Sigma, plus minus 3 Sigma oder noch weiter befindet. Also das wird 1 Sigma sein, da haben wir 2 Sigma und dann da außen 3 Sigma. Sigma, Sigma, Sigma auf beide Seiten. Und da sehen Sie schon immer, die Fläche da drunter ist die Wahrscheinlichkeit. Na, dass es plus minus 1 Sigma ist, das habe ich jetzt da oben ein bisschen anders, das ist egal, das ist eine Handzeichnung. Also da muss man ja nicht so genau sein. Bei plus minus 1 Sigma ist man schon deutlich unter der Gesamtfläche 1. Und da zeigt sich also bei plus minus 1 Sigma, dass der Messwert also aus x quer plus minus 1 Sigma ist. Die Wahrscheinlichkeit ist also diese Fläche und da zeigt sich, das ist 0,68 oder 68%. Also dass dann ein Messwert tatsächlich innerhalb x quer plus minus Sigma liegt, das ist bei 68%. Nur schlecht ist das nicht, immerhin, schon mehr als die Hälfte, aber auch nicht so erschütternd gut. Nicht? Aber wenn Sie jetzt plus minus 2 Sigma nehmen, xi aus dem Intervall x quer plus minus 2 Sigma, dann, das ist ja alles nicht linear da, nicht? Dann kommt man drauf, das sind schon 95%. Und das ist schon ganz schön. Nicht? Nur 5 von 100 werden noch woanders sein. Also dieses plus minus 2, da fehlen nur mal diese Schwanzeln da. Nicht? Das Restliche ist also schon da, also schon fast 1. Und wenn man also jetzt noch xi aus dem Intervall x quer plus oder minus 3 Sigma wählt, das ist da außen. Na, das ist ja schon gar nichts mehr. Nicht? Und dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit auch 99,7%. Und daraus gibt es jetzt eine wichtige Konsequenz, nämlich, dass wenn eine Messserie gemacht wird, also unsere 100 Messungen, wie viel süß halt sind, und man kriegt die Standard, den Mittelwert und die Standardabweichung, und dann kommt vor, dass vielleicht ein Messwert außerhalb von plus minus 3 Sigma liegt, dann bezeichnet man den als Ausreißer. Und den kann man dann guten Gewissens weglassen. Weil da hat man offenbar schief geschaut. Hat bei der Spannung statt 3,5, 4,5 abgelesen, weil man halt irgendwie schlecht abgelesen hat. Dann solche Messwerte sollen sogar ausgeschieden werden. Die tragen ja nichts zur Wahrheitsfindung bei. Das ist einfach ein Fehler, aber im schlechten Sinn. Ein systematischer Fehler. Kein statistischer, ein Blödheitsfehler meistens. Also was man unter Blödheit versteht, müsste man auch noch philosophisch hinterfragen. Aber wir wollen nicht zu philosophisch sein. Nicht? Sie sehen schon, immer wenn man bei was genau nachdenkt, wird es komplizierter. Aber was ich sagen möchte ist, wenn Sie eine Messserie haben, wo dann Ausreißer auftreten, wo einzelne Messwerte, die Sie zunächst mit in Ihre Statistik natürlich hineingenommen haben, dann außerhalb von plus minus 3 Sigma liegen, das sind Ausreißer.
Nein, das muss man mit scharfem S schreiben. Außerhalb plus minus 3 Sigma. Und wenn man einen solchen Ausreißer feststellen musste, freut einem das natürlich nicht, aber dann scheidet man ihn aus und macht die Statistik noch einmal. Weil der beeinflusst und beschädigt ja dann auch den Mittelwert. Solche Störungen, solche Fehler im schlechten Sinn jetzt, Fehlerhaftigkeiten, die will man nicht haben. Die sollen weg. Da haben sie dann einen guten Grund, einen Messwert auszuscheiden. Aber nicht, weil er nicht mit ihrer Erwartung übereinstimmt, sondern weil er statistisch einfach herausfällt. So viel heute. Damit geht die erste Woche zu Ende. Aber ganz fertig mit den Fehlern sind wir noch nicht. Also ich muss leider, das war auch schon zu erwarten aus meiner Sicht, weil das geht nicht alles in einer Stunde wirklich. Ich muss Sie am Montag noch einmal mit den Fehlern beschäftigen, weil es gibt jetzt noch den wesentlichen Fall, dass ein Messergebnis sich zusammensetzt aus zweien. Zum Beispiel, wenn Sie die Geschwindigkeit messen wollen, müssen Sie eine Wegstrecke und eine Zeit messen. Die Wegstrecke hat einen gewissen Fehler, die Zeitmessung hat einen gewissen Fehler. Wie groß ist jetzt der Fehler, den Sie dann herauskriegen für die Geschwindigkeit? Sowas nennt man, und mit diesem lustigen Wort schicke ich Sie ins Wochenende, Fehlerfortpflanzung. Die blöden Fehler pflanzen sich noch fort. Darüber reden wir dann am Montag. Danke. Super gegangen.